Yo, was geht ab und willkommen zum letzten Part der Omega Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Und mit dabei ist wieder unser Special Guest, nämlich der kleine Fanmade Endings, der überhaupt dieses Projekt ja, sozusagen ins Leben gerufen hat. Hallo. Und mit einem minimal gefüllten Magen begleitet er uns jetzt durch den letzten und hoffentlich auch spannendsten Kampf. Oh ja, es wird Wobei, sehr spannend. okay, lassen wir es mit dem spannendsten Kampf vielleicht sein, weil Man ich weiß weiß es nicht, nicht. vielleicht wird es auch einfach der schlimmste. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht wirst du einfach vom ersten Pokémon besiegt, Daniel. Das kann auch sein. Ich laufe jetzt auf jeden Fall gegen diese, oder auf diese, weiß ich nicht, wie hoch ist das? 20 Meter hohe Mauer. Wer hat sich überhaupt sowas einfallen lassen? Na, die Top 4 vermute ich mal. Die fand das toll. Unmengen gekostet haben. Naja, Kannst was soll's? ja einen Vorschlag für Sparmaßnahmen machen, jetzt wo du der Champ bist. Ich bin noch, also, klar, ich bin jetzt im Moment der Champ, aber jetzt kämpfe ich ja gerade wieder gegen den Champ, also, ja, aber. Willkommen, Champ. Lass mich ein weiteres Mal an deiner Kraft teilhaben. Okay, also, der verliert auf jeden Fall nicht viele Worte. Definitiv nicht. Versus Troy, Champ der Pokémon-Liga. Oh. Als erstes Pokémon schickt er ein Mankey Mein Twitter-Account heißt ja auch einfach Menki. Ach du Scheiße. Ich mag Menki. Das ist auf Level 92. Das ist ein starkes Menki. Mensch. Und das Mankey kann auch noch schärfer. Hör auf damit! Okay, wenigstens trifft die Hydropumpe, das ist ja schon mal was. Da wird dieses geschärfte Mankey jetzt mal gewaschen. Puh, da haben wir schon mal Mankey besiegt. Okay. Und als nächstes kommt die Jungglut. Ey, aber wieder ein Kampftrainer. Ja, der hat wieder den Kampftyp. Also muss Ulrich ja im ersten Durchgang auch Gift-Pokémon gehabt haben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, Das Jung. kann sein, ich weiß es auch nicht. Okay, als erstes. Okay, jetzt haben wir einen Jungglut. Warte, eigentlich können wir das ganz leicht rausfinden. Okay. Jungglut auch besiegt. Okay, wegen Stab Erdbeben, aber. Dann. Wow. Ein Pam-Pam. Echt jetzt? Der Champ-Kampf scheint ja nicht sonderlich spektakulär zu sein, bis Leider, wir jetzt. wissen es ja noch nicht. Es ist ja erst das dritte Pokémon. Und es ist doch Okay. immer noch Level 92. Also, ich wollte nur mal so anmerken, ich bin underleveled. Wow. Pam-Pam macht Energiefokus. Oh! Pam-Pam macht Staffette. Ja. Ulrich war auch beim ersten Durchlauf ein Gifttrainer. Oh, da behalten die Typen, okay. Okay, da kommt ein Viridium. Viridium macht Stachelspore. Okay, Johnny, wert ab. Alles klar. Ja, das ist jetzt. Nein, Viridium ist jetzt vorbei. Oh, Rückenwind. Also, das finde ich jetzt gar nicht cool. Nee, komm, das ist jetzt echt nicht cool. Okay, Viridium habe ich geplättet. Okay. Was kommt Und jetzt? witzigerweise mit Sprungfeder. Dieses Sprungfeder-Knack-Knack. Okay, jetzt kommt wieder das Pam-Pam raus, aber es ist jetzt schneller, weil Rückenwind halt. Energiefokus wieder. Schon wieder? Okay. Ich habe schon irgendwie gedacht, das. Ah ja, stimmt, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, es wird doch wegen Staffette mitgenommen. Und ja, stimmt. Die Ridium-Mutter besiegt. Wieso kann dieses Pam-Pam Urteilskraft? Es ist einfach der ultimative Boss. Weißt du, Bisaflor kann Pfund, Heatran macht, was war das? Rutenschlag. Rutenschlag und dann kommt Pampa mit Urteilskraft. Ja. Dieser Randomizer ist einfach so. Oh Mann. Okay, der So, Rückenwind lässt nach. so Das ist ja toll. schon mal was.
Ah, Troy setzt doch mal eine Top-Genesung ein. Ja, das wird dein Pampam aber auch nicht wirklich helfen. Aber schon mal witzig, ne? Ich bin 5 Level drüber, bin ein voll entwickeltes Knackrack und kann ein Pampam auf Level 92 nicht mit einem Stab Erdbeben besiegen. Okay, so, damit wäre Pampam auch besiegt. Puh. Oh. Flambirex. Jetzt, darüber habe ich gesprochen. Jetzt geht's los. Ah, weiteres Feuerkampf-Pokémon. Okay, ist 3 Level über mir. Hoffentlich wird Fiagro kein Feuerkampf-Pokémon. Hat man ja gesehen. Fiagro? Fiagro, sorry. Fuegro. Ich wollte gerade sagen, so, hoffentlich wird Fiagro kein Feuerkampf, was war. What? Das erzähle ich jetzt schon wieder für einen Blödsinn. Ah, Mann. Ich mag Fuegro ja sehr. Mm, besonders mit seinem Feuer-Unlicht-Typen. Ja, das sieht ja nicht zufällig, sieht man ja nicht zufällig an deinem Twitter-Bild oder so. Ja gut, hab ich gesagt. Oh, Flambirex macht Ladestrahl. Okay, es boostet sich nicht. Puh, dankeschön. Okay. Oh, was? Ein Flambirex ist schneller als ein Wummer? Oh, okay. Natürlich wehrt Flambirex eine Hydropumpe ab. Okay. Ich sollte ganz schnell auswechseln. Ich mach wieder Ladestrahl. Oh, nein. Oh. Es ist nicht Stab und macht mir über die Hälfte der KP weg. Respekt, Flambirex. Okay, ganz ehrlich, Flambirex, das Spiel spiele ich nicht mit. Jetzt schicke ich Knackrack raus. Und jetzt macht gleich Eisstrahl oder Blizzard. Ja, ich predikte dich einfach eiskalt. Okay, ich mache jetzt Erdbeben. Okay, ich wollte gerade sagen, so, wieso bin ich jetzt schneller als ein Flambirex? Aber ja, klar, ich bin schneller als ein Flambirex. Okay. Hat Flambirex besiegt. Johnny erreicht Level 88 und... Als nächstes kommt Meditalis. Uh-oh. 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 Ach du Scheiße, das ist doch noch sein stärkstes. Oh nein, Mega Meditalis. Ja, Mensch. Level 94. Davor hattest du ja Angst gehabt im ersten Durchlauf. Okay, ich mache jetzt Sprungfeder. Ich weiß nicht, was dieses Meditalis kann. Ich weiß es einfach nicht. Meditalis macht Surfer. What? Okay. Okay, das ist jetzt... Okay. Meine Angst war eigentlich unbegründet. Ist es down? Es ist jetzt down. Mensch, es hat, ey. Es hat Surfer gemacht. So, ne, für die meisten wird es jetzt total lame gewesen sein. So von wegen, oh ja, du warst sowieso viel zu stark, dies, das. Aber das ist der Randomizer. Ich kann ja nicht... Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Man kann es einfach nicht wissen, genau. Eben. Aber genau das hat ja den Witz von vornherein ausgemacht. Ja, puh. Ja, Troy, genau das gleiche denke ich auch. Und wieder hast du mich auf meinen Platz verwiesen. Aber es hat auch seine Vorteile. Jeder Kampf gegen dich bereichert mein Wissen zum Thema Pokémon. Okay. Jeder Kampf gegen mich bereichert mein Wissen. Warte, warte. Warte. Das hier ist für dich, als Dankeschön für alles, was du für mich getan hast. Ein Metagross-Need, den ich nie brauchen werde. Das ist eins der kostbarsten Stücke aus meiner Sammlung. Wenn einer auf diesem Planeten dazu in der Lage ist, seinen wahren Wert zu verstehen, dann du. Aber nun lass uns zur Tat schreiten. Es ist Zeit, dich für deine Leistung gebührend zu ehren. Tja, ich würde sagen, die Randomizer Nuzlocke neigt sich jetzt dem Ende zu.
Gibt's da noch eine Todesmontage? Die gibt's auf jeden Fall. Sehr nice. Sehr nice. Da muss ich nur halt nur dran arbeiten, aber die wird's geben. Das ist schön, ihr habt's gehört. Die wird's geben. Ihr müsst mir nur ein bisschen Zeit lassen. Ich muss halt nur mal eben die Parts durchgehen, wo was besiegt wurde. Und dann, naja. In diesem Raum bewahren wir die Aufzeichnung über all jene Pokémon auf, die sich in den harten Kämpfen stets bewährt haben. Hier werden die Champs der Liga geehrt. Das weiß ich, ja. Dankeschön. Du und dein Team habt zusammen über die Pokémon-Liga triumphiert. Komm, lass uns eure Namen mittels dieser Maschine festhalten. Dann tun wir das. Yay! Ja! Yay! So, dann schauen wir uns mal das Team an, das die Randomizer Nuzlocke erfolgreich bestritten hat. Wir haben einmal Pikachu, das Wummer, auf Level 90. Wir haben Yannick, das Kyogre, auf Level 88. Dann haben wir Johnny, das Knackrack, auf Level 88. Dann Anna, das Flampivian, auf Level 90. Sarah, das Arctelas, auf Level 90. Und Furkan, das Sazenia, auf Level 91. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. So, schon ich würde sagen, das war's dann, ne, vom Randomizer. Aber wir werden noch ein bisschen die Credits, glaube ich, noch durchlaufen lassen. Wir werden ein bisschen labern. Warte, gibt's eigentlich noch Credits? Ja, ich glaube nach jedem. Ja, die gibt's. Die gibt's. Okay. Ich kann jetzt zwar skippen, aber das tue ich jetzt nicht. Weil ich sagen muss, der Randomizer hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du halt dafür gesorgt hast, dass es halt so technisch bei mir läuft und alles. Und ja. Ja, bitteschön. Danke für die tollen Videos. Ich habe Fun Fact für euch. Das Projekt ist eigentlich schon, keine Ahnung, seit 10 Monaten in Planung gewesen. Wir hatten, glaube ich, im Februar davon angefangen, darüber zu reden. Und haben dann, ich habe es dann irgendwie erst nur geschafft, im August es dann halt zu machen. Ja, das war ein Durcheinander. Das war, ja, und zwischendurch hat dann halt meine Technik versagt und dann habe ich ganz viel Schimpfe bekommen. Tja. Ja, ich wollte gerade sagen, von dir. Ne? Du musst jetzt nicht einfach, so tun, von wegen. Weil du einfach so nicht das machst, was man dir sagt. Aber gut, lassen wir das. Nein, aber wie gesagt, der Randomizer hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann nochmal einen Randomizer geben. Zwar nicht zur 6. Gen, aber wer weiß, mal gucken. Vielleicht irgendwie eine andere Nuzlocke, eine Egglocke, ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Aber gerade so, was den Randomizer angeht, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, was hat es ja schon, der liebe Fanmate hat es ja schon eigentlich schon so vorweggenommen, das, was den Randomizer ja so ausgemacht hat, war, dass man nicht wusste, was auf einen zukommt. Klar, wenn du jetzt siehst, okay, mein Gegner ist jetzt ein Lucario, dann weiß ich, okay, ich kann das mit Boden- oder Kampfattacken platt machen. Aber du wusstest halt nicht, was das Lucario konnte. Das war richtig, halt so das. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, die Pokémon, gegen die du gekämpft hast, hatten andere Attacken drauf, als die Pokémon, die du selber hattest. Also, du, wenn ich jetzt zum Beispiel so das, weiß ich sehe jetzt gerade hier auf dem Bildschirm Rokara. Mein Rokara hätte ein anderes Moveset gehabt, als ein gegnerisches Rokara von einem Trainer. Ja. Stille. Mind blown. Ja, Mensch, das ist, diese Information ist einfach zu heftig, um sie zu verarbeiten. Ich stelle es mir gerade so vor, Ratter, 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 der versucht es gerade irgendwie zu verstehen. Hä? Was labert der da? nee, also auch von mir ganz herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich auch, mich persönlich hat es auch super doll gefreut, dass so viel positives Feedback kam, ja, zum Randomizer. Ja, weil ich habe ja schon eher so gedacht, so, das wird eher wie beim ersten Top 4 Durchgang, dass ich plötzlich über Nacht, plötzlich, keine Ahnung, 36 Dislikes bekomme oder so. Was ziemlich krass war, aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern ne, ich habe auch. Es kann eigentlich nichts anderes sein, so, was, warum. Nee, ist ja auch egal, aber mich persönlich hat es auch super gefreut, dieses ganze Feedback dazu bekommen. Auch
vielen lieben Dank an alle, die bei der Frage immer wieder mitgemacht haben, sich damit befasst haben, auch wenn sie zwischendurch etwas total komisch war, aber ne, das ich bin nicht kreativ, verurteilt mich bitte nicht. Aber auf jeden Fall auch an euch vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Projekt supportet habt. Und wir könnten ja jetzt mal so die nächste Frage des Tages schon mal jetzt so vorwegnehmen, ne? Die ich jetzt ins Video dann halt reinmache. Ne? Mhm. Wenn du dir ein Projekt aussuchen könntest, was ich let's play oder was auch immer, was könnte das sein? Oder so als Nuzlocke oder was auch immer, oder so als Randomizer, ich weiß nicht, keine Ahnung. Soll ich das jetzt sagen? Ich habe die Frage an dich gestellt, ja. Ja, okay. Na dann, ich freue mich sehr auf deinen Sonne und Mond oder was auch immer von beiden Livestream. Ja, der Sonne. Das wird auf Sonne, ja? Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall wieder mega witzig und ansonsten schauen wir mal. Vielleicht dann planen wir ja auch nochmal was zusammen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht, dass dann irgendwann so wieder technisch irgendwas ist und ich sagen kann, hey, jetzt mache ich einen anderen Randomizer zur siebten Gen, was auch immer, keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt sehr weit weg, aber ja, möglich ist es ja. Ja, na, ich gehe stark davon aus, dass das relativ zeitnah für Gen 7 auch möglich sein wird. Was nicht heißt, dass sofort ein Randomizer kommen wird. Nee, aber auf keinen Fall. Weil ich ja jetzt erstmal gedacht habe, so, ey, ich mache jetzt erstmal diesen Sonne und Mond Livestream und dann, ja, vielleicht machen wir mal ein bisschen mehr Wi-Fi Battles, ein bisschen mehr Shiny Hunting und sowas, so Stuff halt. Und, ja, so, was die Let's Plays angeht, wieder so ein bisschen, dass das wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber wenn was kommen sollte, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn so wünscht. Und vielleicht wird ja euer Wunsch dann erhört, ne? Vielleicht spiele ich einfach mal den Weihnachtsmann und erfülle Wünsche oder so. Brauchst du aber noch einen längeren Bart? Ja, gut, ich muss eigentlich auch noch fetter werden und so, aber naja. Daniel spielt einfach mal Weihnachtsmann. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Und ich finde es witzig, dass immer in den Credits angezeigt wird, dass Troy ein Mega-Metagross hat, obwohl er eigentlich ein Mega-Meditalis hatte. Ja, du musst eine ganz böse Beschwerde-E-Mail an den Programmierer von den Randomizer-Tools schreiben. Ja! Achso, ich wollte gerade sagen, sehr an den, der dafür gesorgt hat, dass das Ding gerandomized werden kann. Also. Oder so. Oder meinst du jetzt mich? Ja, ich meine jetzt dich. Oh, verdammt. ich gehe dann mal offline. Nein, bleib hier! Okay, okay. Ja. Aber es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es ist eigentlich alles gesagt worden. Auf jeden Fall danke auch an dich, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und mich hier die letzten beiden Parts unterstützt. Ja, kein Problem. War mir eine Freude. Oh, und Executive Producers, Satoshi Tajiri. Und ich würde sagen, die Credits neigen sich jetzt bestimmt auch dem Ende zu. Richtig, ich sehe gerade den Sternenhimmel. Pokémon Omega Rubin. Jetzt müsste er doch so stehen, Randomizer, Nuzlocke. Ich glaube, das editiere ich noch rein oder so. Mach das mal. Aber denk dran. Nicht, dass du es jetzt einfach so sagst und dann steht es da nicht. Ja, das kann auch passieren. Das kann genauso gut passieren. Okay. Nintendo, the Pokémon Company and Game Freak Incorporated are the authors and of the software and proposal of copyright blah. Oh mein Gott. Copyright Strikes incoming. Auf jeden Fall. Sag Tja. Schon mal Bye-Bye zu deinem Kanal. Ja, wobei, wir sagen jetzt erstmal nur Bye-Bye zu den Leuten, weil da steht jetzt Ende und jetzt ist das Projekt vorbei. Es ist einfach vorbei? Das ist einfach vorbei. Mensch. Sowas aber auch. Nein, aber auf jeden Fall nochmal an alle vielen Dank, dass ihr das Projekt so supportet habt, dass ihr fleißig kommentiert habt, dass ihr es auch geschaut habt überhaupt. Und danke nochmal an dich, dass du halt dieses Projekt überhaupt möglich gemacht hast. Und gern geschehen. Kein Problem.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal dann wiedersehen. Und nicht in irgendeinem anderen Video. Vielleicht Shiny Hunting, vielleicht doch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, Dankeschön und macht's gut. Haut rein und ciao. Dankeschön. Okay.